Moin und herzlich willkommen hier zur ersten Folge LSPDFA hier auf meinem Channel. Heute mit dem Dodge Charger 2016er Version, wenn ich richtig liege. In LA unterwegs, in der LA Edition. Wenn es euch gefällt, auf jeden Fall Like und Abo nicht vergessen und teilt das Video auch sehr gern mit euren Freunden. Ich feiere den Charger auch recht gut, weil der macht hübsches Licht. Und ja, dann guck ich mal, was abgeht. Und da haben wir schon unseren ersten Einsatz. Eine Gang-Schießerei. Perfekt. Junge, bleib doch auf deiner Spur, Mann, ey. Und da kommt noch der Crown Vic. Nee, ach so ein Ladenraub oder was machen die? Ich denke mal nicht, dass sie freundlich sind. Oh shit, das sind ein paar mehr Leute, glaube ich. Oh shit, das war nicht so schlau. Hol ich mal schnell zwei EMS her. Hä? Ich dachte, die wären tot. Oh, hier liegt schön viel Geld rum. Besser Kopf erstmal überall. Aber erstmal die Waffen einsammeln, das tue ich. Ich klaue dir noch nicht ihr Geld. Sollen sie schön behalten, das brauchen sie für das Krankenhaus. Habe ich das Advanced-Gewehr? Nee. Ach ja, das ist, ja. Ups, war ich nicht. Das war ja mal eine Schießerei. Mal gucken. Und? Können Sie was sagen? Wird das überleben oder nicht? Oh, einer ist tatsächlich schon wieder aufgestanden. Da müssen wir mal Hand anlegen, oder? Ist er aufgestanden? Ah, das ist so ein Kollege. Ups. Ups. Ich dachte, die hatten einen Bösewicht hochgeholt. Und die haben tatsächlich einen Bösewicht hochgeholt. Hände hoch und runter auf den Boden. Hände hoch und runter auf den Boden. Sie sind vorläufig festgenommen. Mal schnell einen Transporter geholt. Ah, und er nimmt den gleich an, ist doch gut. Und dann ist noch jemand auferstanden. Hände hoch und runter auf den Boden, runter auf den Boden. Ganz richtig. Hä? Ja, nochmal dann halt. Und kann ich gleich nochmal jemanden holen? Junge! Und dann kann ich gleich noch jemanden abholen lassen. Habt ihr es gesch... Ja, du bist... Sie sind auch vorläufig festgenommen. Anstatt dass die Kollegen mal helfen. Nee, muss ich natürlich alles alleine machen. Und... Kommst du jetzt auch wieder hoch?
So, dann nehme ich sie schnell fest. Und den laufe ich dann bald noch hinterher. Das können auch die Kollegen sonst mal übernehmen. Es ist nämlich eine komische Aktivität an einem Bankautomaten festgestellt worden. Q3. Perfekt. Ab dahin. So, Hände hoch. Hände hoch, ja. Und runter auf den Boden. Runter auf den Boden, perfekt. So schnell geht das. Perfekt. Kann ich für sie auch so ein Ding abholen lassen? Hallo? Bleib stehen, Digga. Oh, was habe ich geworfen? Eine Signalfackel. Ah, auf einmal nicht mehr festgenommen, oder was? Lol. Okay. Nein, jetzt habe ich den getötet, weil er angefangen hat zu schießen. Hände hoch. Oh, nee. Ich habe keine ordentlichen Waffen zum Schießen dabei. Oh shit, das wird knapp. Das war knapp. Nochmal schnell eine Ambulanz holen. Ja, erstmal search the body. Perfekt. Alles gut. Und dann durchsuche ich ihn auch nochmal. Search the body. Und dahin mache ich auch nochmal. Negativ. Ja gut, ist auch noch okay. Und hier. Je nachdem, welcher von den beiden kann da wieder jemand hochgeholt werden. Ich glaube nicht. Ja, da fährt wieder so ein Auto lang. Nach der Nase. Ja, da hinten. Ja, und du auch. Hände hoch. Du bist jetzt festgenommen. Schön runter auf den Boden. Kein neuen Backup habe ich nicht. Lass ich ihn mal abholen, ich gehe mal. So, da sind wir auch wieder. Ich habe mir mal schnell einen neuen Streifenwagen geholt, bin einmal zum MD gefahren, mich healen lassen. Ja, und mal gucken. Jetzt geht's weiter in der Streife. Achso, ich bin gar nicht gar neuen. Ups. Hey, geilster Kopf. Gucken, vielleicht haben die ja noch was für mich. A wanted suspect, das ist doch was für mich. Warte, einmal schnell schauen. Justin Nichols.
Is wanted by police, head crimson, three chases. Okay. Ab zu ihm nach Hause. Krieg ich das auch irgendwie weg? Achso, close. Ups. Ah. Und dann darf ich mir gleich nochmal einen neuen Dienstwagen holen. Perfekt. Die Frage ist, wo wohnt er jetzt? Ah, der wohnt da rechts, okay. Fahr ich mal schön bei ihm aufs Grundstück. Weil ich's kann. Kann man bei ihm anklopfen? Nö. Dann geh ich mal drumherum. Hallo. Toll. Der klettert jetzt nicht ernsthaft darüber. Bleib stehen, das hat doch sowieso keinen Sinn. Scheiße, da komme ich nicht hin mit Taser, dann fahre ich aber hinterher. Hände hoch. Runter auf den Boden, ganz vorsichtig, genau. Sie sind festgenommen, Herr Schochels, oder wie sie hießen. Weil sie gesucht werden. Dann nehme ich sie mal und bringe sie zum nächsten Gefängnis. Put into... Dann mache ich mal die Tür auf. Reden mit einem Polizisten, das wissen sie schon, ne? So, dann fahre ich ihn da mal hin. So, da sind wir auch schon angekommen. Dann bringe ich ihn auch schnell rein. Und dann hoffen wir mal, dass noch ein Einsatz kommt. Ach, da rein sollte ich fahren. Okay, das spammt unendlich. Wie? Ey, sag jetzt nicht, ich hab den Auftrag verloren. Ich dachte, ich dropp den da. Sitz. Ah, da ist er. Kommen Sie mal mit. Ich bringe Sie zum nächsten Gefängnis. Warum er das ist. Nee, wo soll das Gefängnis sein? Oder soll ich ihn da hinten hinbringen? Nee, das Fahrzeug. Ach, ich lasse dich einfach abholen. Kein Bock drauf. So, dann warten wir auf den nächsten Einsatz. Und einen neuen, aber in Sandy Shores. Da fahre ich mal hoch, komm. So, da sind wir gleich angekommen. Mal gucken, was hier passiert. Ob die Dame da ist, die wir suchen. Hier ist also vorne. So. Und da liegt jemand. Wer ist das? Hallo? Hören Sie mich? Okay, Mav hat sie bei sich. Monika meinst. Wo könnte denn die Frau sein? Ist die irgendwo? Ich denke mal, die muss hier irgendwo sein. Ist sie sonst im Haus? This one's gonna be tough. Hallo? Where's my stash of tequila?
Ist er da drüben vielleicht? Nope, ist er nicht. Wo ist sie denn? Ah, hier ist sie, oder? So, wie heißen sie denn? Rosie Water, das ist sie auch nicht. Wie ist sie denn? Wo ist sie denn? Jetzt mal wirklich. Ja, die ist nicht da. Oder doch? Eyes look red. Okay. Hm. Monica Madison. Okay. Haben sie etwas getrunken? Ah, hat sie nicht. Haben sie irgendwelche Drogen genommen? Drugs is good for our wellness. Was machen sie? Sie chillt nur. Ja, dann machen wir mal einen Drogentest. Positiv. Ja, dann sind sie hiermit. Wie kann ich sie nochmal schneller festnehmen? Arrest the Pet. Ja, sie sind hier erstmal vorläufig festgenommen, weil sie Drogen genommen haben. Das war nicht so schlau. Dann rufe ich nochmal einen Transporter für sie. Assistance required in Sandy Shores. Und ja, dann würde ich sagen, mit diesem nicht ganz so erfolgreichen Einsatz verabschiede ich mich von euch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall Like und Abo nicht vergessen. Das würde mich sehr freuen. Und ciao.